Wir fahren jetzt erstmal zurück. Ich leg mal die Spitzhacke rein und ich glaube, hier hinten in diesen Säurebad gehen wir noch nicht hin. Wir haben ja hinten die Leiche mit, wo wir noch die Hinweise suchen müssen. Ich glaube, wenn wir die Spitzhacke zurückgelegt haben, ist schon mal ein Hinweis. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute komplett durchspielen werde oder ob wir eine Pause einlegen werden. Ich sag mal so, den Minenabschnitt mache ich auf jeden Fall noch. Was ich dann noch machen werde, mal gucken. Ansonsten werden wir das dann nächstes Wochenende, nächsten Sonntag wieder um 2 Uhr dann streamen. Achso, ich bin ungefähr bei so 78% des Spiels. Ja gut, dann werden wir das vielleicht dann doch heute komplett durchspielen, das macht ja dann nicht. Dann können wir beim nächsten Mal einfach das nächste schöne Spiel anfangen. Und wie gesagt, wenn ihr da Spielevorschläge habt, könnt ihr mir gerne auch auf YouTube nochmal in die Kommentare schreiben, was wir so als nächstes spielen können. Also Myst und Obduktion habe ich auf jeden Fall schon mal notiert. The Town of Light habe ich auf jeden Fall auch schon, habe ich mir gekauft. Ich habe keine Ahnung, wir haben da noch viele Vorschläge, was wir da noch so spielen können. Gibt ja viele so Laufsimulationen mit Rätsel und Entdecken und auch manche ein bisschen Horroranteil. Es gibt auch welche ohne Horror. Müssen wir mal gucken, was wir da spielen können. Aber es gibt da sehr viele schöne Spiele. Und wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank, Omen Records. Jetzt bist du die ganze Zeit schon dabei und jetzt hast du mir ein kleines Dankeschön da gelassen. Vielen lieben Dank. Real Mist, ja. Achso, die Spitzhacke. Ja, jetzt haben wir den nächsten Hinweis. Ein Hinweis. Und jetzt gucken wir mal. Oh, das ist schon entscheidend. Okay, hier haben wir ihn mit der Spitzhacke. Und hier sind die beiden. Ja, die Leiche, ne, haben wir da hinten. Die gucken sich hier erstmal um. Ich weiß noch nicht, wurde sie mit der Spitzhacke direkt umgebracht? Oder hat er das hier verkeilt? Ich weiß es noch nicht so genau. Da hat er sie auf jeden Fall zum... Ah, sie ist also dann wirklich da unten ertrunken, weil er den Aufzug nach unten geschickt hatte. Oh Mann, ey, was für ein Tod. Chronologie. Und da ist er dann abgehauen mit der Spitzhacke. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, das hier ist Schritt 5. Das ist Schritt 1. Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Einfach mal gucken, ob das richtig ist. Ich vermute schon. Honey, he probably ran. But why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing?
fixing something. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Mann, Mann, Mann. Krank. Alle zusammen krank. Der Schläfer muss erwachen. Was hat es hier gebracht, den Tod? Where's Mom? I thought I heard her voice. She's, still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now! Uh-huh. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Ja, sie waren halt nicht mehr die Eltern, wie sie eigentlich. Naja, sie waren früher auch nicht so ganz so liebevoll, aber jetzt hatten sie eindeutig den Verstand verloren oder waren halt vom Schläfer besessen. Es gab auf jeden Fall auch nochmal eine Errungenschaft. Jetzt wollten wir hinten links nochmal runter in den Tunnel, wo es nach ganz unten ging. Bevor wir in das Anführungszeichen Kochende gehen. Oh, zu früh. Ich war zu früh dran, da waren wir doch gar nicht richtig. Okay, ich kann ja auch einfach zur Seite gucken, während ich fahre. Prozent. So, dann halten wir hier mal an. Und jetzt gehen wir nach unten. So, hier haben wir ja vorher nur die Zette gelesen, von wegen, dass der Schläfer nicht erwacht ist, dass der Schläfer erwacht ist und die... Ich weiß gar nicht mehr, die Zette müssen wir nochmal lesen. Ich habe wieder vergessen, was da stand. Auf jeden Fall, dass das Ritual nicht geklappt hat. Lesen wir nochmal kurz. Die Warnung, geh nicht weiter, unser Ritual ist fehlgeschlagen, das Seemonster Seemonstertor bleibt verschlossen. Das war die Warnung. Hier eine kleine Karte, wo wir sind, hier mit dem Kreuz. Okay, ja. Ja gut, so viel zum Thema kein Horror, dies, das, aber... Alter Finne, ey. Ja, ich hab mich auch erschrocken. Ich glaube halt, wir müssen in diesen Raum rein, wo er jetzt gerade da bewachte.
dass wir hier hin müssen in den Raum. Lesen. Text lesen. Er ist nicht tot. Der Ewige liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzigen Wahren, er, der nicht sollte sein, trägt seinen Namen. Oder trägt einen Namen. So rum. Ein kleines Gedicht, was passend ist. Wir untersuchen die Leiche. What? Okay. Liegt nach Voldemort. Okay, die Seele ist nach oben geflogen. Oh. Oh nö. Das sieht mir jetzt sehr nach. Das ist ein Rätsel. Türen. Ach du Scheiße. Wie? Was? Ich weiß doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es steht auf einem Stern, beziehungsweise... Oh, man kann es so schwer sehen. Auf einer 7 mit einem Strichchen oben drauf. Ist das das? Das müsste das sein. Aber dass das... Welche Reihe ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Okay, also wenn man jetzt alle Toten... Es gibt also noch mehrere tote Männer, die Bergleute, die verschüttet wurden. Und die setzen sich dann hier auf die Dinger drauf und dann sieht man die Kombination von all dem. Okay. Mehr als eine Leiche brauchen wir. Links. Ich weiß nicht, ob hier noch mal links. Da. Wie viele Leichen brauchen wir dann? Jetzt haben wir 2, brauchen wir 5 oder 6? Oh.
Ja, ein sehr netter Mann, der den Weg weist. Oh, jetzt gehe ich wieder zurück. Dupti-dupti-du, wir gucken einfach mal. Nee, nee. Ja, also ich glaube hierbei besser ist. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es hier so Jumpscares in dem Spiel gibt. 3 haben wir. Die Frage ist, brauchen wir 5 oder 6? Boah! Gott, lauf! Fünf oder sechs. Weiß nicht mehr, wie viele Riegel das Ding jetzt hatte. Du, da ist die nächste. Okay, jetzt müssten wir eigentlich alle haben. Okay, jetzt laufen wir wieder zur Kammer. Zur Kammer des Schreckens. Ah, okay, jetzt sehe ich auch die Symbole. Bei dem Stern kommt die 7 hin. Also, Stern. Kreis, machen wir Kreis. Kreis ist Z. So ein Z, so sieht es zumindest aus. Ist da hinten. Ist sowas wie ein umgekehrtes E hier das? Das müsste das sein. Glaube ich zumindest. So ist das, glaube ich, richtig. Dreieck ist. Man kann das so schwer erkennen, was das ist. Ist das sowas wie eine. Fast wie eine 6 oder so? Das hier. Ein normales Viereck, da hinten ist ein Z, ne? Sieht zumindest so aus wie ein Z.
der hat hier... Ah, es ist... Ich glaube, ich muss hier immer gucken. Das ist richtig. Er hat das Z. Kreis ist auch ein Z. Dreieck ist, wo ist das Dreieck? Da ganz oben. Ist doch falsch, oder? Ach nee, da ganz unten. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und der hier hat sowas wie eine 7. Aber war das nicht schon richtig? Gibt aber zwei Dreiecke. Ah, okay. Hier ist einmal Dreieck. Ganz unten muss ich raten. Okay. Danke für den Hinweis im Chat. Und jetzt sterben wir hier in der Höhle. Eine riesen Krake. Was zur Hölle? Das Tor des Monsters. Ah, ich kann mich hier bewegen.